Ein Aussichtsturm auf einem Wasserpumpwerk bietet uns einzigartige Weit- und Aussichten. Bleibt dran, entdeckt und genießt gemeinsam mit mir diesen schönen Ort in den Niederlanden. Direkt nach dem Intro geht es weiter. Hallo Freunde und herzlich willkommen aus den Niederlanden. Wir befinden uns in der Gemeinde Schrauwerdeveland bei Buurschamstede. Ach ja, ich gebe mein Bestes bei der Aussprache der niederländischen Wörter, verzeiht es mir also bitte, wenn ich den Klang nicht immer ganz so gut treffen werde. Vom Parkplatz Het Grüne Deen, also auf Deutsch Parkplatz der Grünen Düne, gehen wir ca. 1,3 Kilometer den großen Weg gen Norden entlang. Nach einigen weiteren Bauwerken wie Bunker, einem Wasserwerk und weiteres kommen wir schließlich an unserem Ziel an. Wir sehen einen Turm, auf diesem wir über eine außenliegende Wendeltreppe gelangen können. Der Turm steht auf einer Düne namens Blinkhecht. Diese Düne ist aber nicht einfach eine Düne hier im Umfeld, sondern eine ganz besondere. Der Blinkhecht ist nämlich die höchste Dünenspitze im umliegenden Dünen- und Waldgebiet. Somit ist dieser Punkt auch höchstwahrscheinlich der höchste Punkt von Schrauwerdeveland. Am Anfang dachte ich erst, dass es sich bei dem Bauwerk unter dem Turm um einen Bunker handelt. Nach meiner Recherche ist das Bauwerk aber eine Wasserversorgungs- und Pumpstation. Mehr konnte ich dazu zumindest nicht in Erfahrung bringen. Aber wer weiß, vielleicht war dies früher einmal doch ein Bunker. Falls einer meiner Zuschauer mehr darüber weiß, dann schreibt es doch mal bitte in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren, da die gesamte Umgebung quasi nur so von Bunkeranlagen wimmelt. Der Turm wurde zumindest von der dortigen Wasserversorgungsgesellschaft errichtet und soll eine Art Krone auf der Wasserversorgungs- und Pumpstation darstellen. Ich vermute mal stark, dass hiermit eine Baumkrone gemeint sein soll. Zwar aus Beton, aber dafür mit einer tollen Rundumsicht auf die gesamte Umgebung. Zudem haben wir in der Mitte des Turmes noch eine tolle Tafel, die uns die Entfernung zu einigen Punkten anzeigt. Ich gebe nun wieder mein Bestes mit der Aussprache, garantiere aber für nichts. Also gut, die Stadt Den Helder mit guten 129 Kilometer Entfernung, Hoek van Holland mit 45 Kilometer, 113 Kilometer ist die Großstadt Amsterdam entfernt, 109 Kilometer die Stadt Utrecht, etwas näher mit 60 Kilometer die Stadt Rotterdam, Dordrecht mit 70 Kilometer Entfernung, quasi in der Nähe mit 15 Kilometern die Stadt Zierikzee, Roosendaal mit 68 Kilometer, 47 Kilometer Bergen op Zoom, Antwerpen liegt 72 Kilometer entfernt, Kroes 25 Kilometer, Gent 72 Kilometer, 23 Kilometer liegt Middelburg entfernt, Brugge 63 Kilometer, Domburg 20 Kilometer und zu guter Letzt der Rekordhalter auf dieser Tafel, London mit ganzen 265 Kilometer Entfernung. So, das war es nun aber auch mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, hinterlasst auch gerne ein Like oder ein nettes Kommentar. Falls ihr mal in der Nähe sein solltet, dann schaut doch hier auf jeden Fall mal vorbei. Es folgen demnächst noch weitere Videos aus dieser Umgebung. Also, falls noch nicht geschehen, abonniert gerne meinen Kanal, um keines meiner zukünftigen Videos mehr zu verpassen. Also Freunde, macht es gut und bis bald.